So Leute, was geht ab? Es ist 12 Uhr nachts, draußen regnet es, morgen muss ich arbeiten gehen. Die Stimmung könnte nicht schlechter sein, aber wir sind kurz davor, zwei Eismin-Kristalle aufzumachen. Und zwar die 5-Sterne-Version. Ich muss diesen 4-Sterne-Champion öffnen und daraus muss ich ein Duplikat kriegen. Also ich versuche jetzt schon seit Ewigkeiten hier draus einen neuen Champion zu kriegen. Und ich hoffe, dass es mich nicht genau jetzt trollt und ich einen neuen krieg, was natürlich nicht schlecht wäre, aber dazu führt, dass ich euch das Double Opening noch nicht jetzt präsentieren könnte. Deswegen machen wir es kurz und schmerzlos. Ich weiß gar nicht, ob ich mich freuen soll oder traurig sein soll, wenn ich was Neues kriegen würde, aber kriege ich eh nicht. Habe ich den schon dupliziert? Das wäre, glaube ich, richtig gut. Den habe ich noch nicht dupliziert. First Dupli. Fängt gut an, fängt gut an. Wir lesen ihn uns nicht durch, weil ihr wollt wahrscheinlich alle die Icemans sehen. Wenn ich keine Icemans kriege, können wir ihn danach noch durchlesen. Aber ich werde zwei kriegen, Leute. Ne, also die Icemans, jeder der überlegt, die lohnen sich auf jeden Fall. Und wir werden auf jeden Fall zwei Stück kaufen. Es wäre nice, wenn wir einen kriegen würden. Ich habe allerdings in dem letzten Feature 5-Sterne-Champion-Kristall, den ich aufgemacht habe, ich den Spider-Man Stark Enhanced drin gehabt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt direkt zwei Icemans pull, ist ziemlich gering. Oder dass ich überhaupt einen pull. Ansonsten hoffe ich auf irgendwas anderes Cooles, was drin sein kann. Da kann so viel tolles Zeug drin sein. Da kann natürlich auch viel Schrott drin sein. Werde ich in den sauren Apfel beißen müssen, wenn ich Schrott kriege. Aber mal schauen, vielleicht haben wir ja Glück. Demnächst muss ich Klassenkatalysatoren Stufe 4 verbrauchen, weil davon habe ich zu viel. Also, wenn ich keine Iceman kriegen sollte, wäre ein Hulk auch nicht verkehrt als 5-Sterne-Version. Aber jetzt mal schauen. Da sind wir schon mal einmal an dem Iceman vorbeigeschrammt. Und wir landen auf Yellow Jacket. Da. Das ist auch Forschung, aber nicht das, was ich eigentlich gebraucht habe oder will. Das heißt, die Chance auf ein Double Opening ist schon mal weg. Und das ist somit unsere letzte Chance für Iceman. Wie gesagt, ich hatte vor kurzem gerade den Spider-Man Stark Enhanced, deswegen kann ich nicht damit rechnen, dass ich gerade wieder einen krieg. Wäre natürlich schön, aber Archangel wäre auch ziemlich cool. Und Drax. Drax ist ganz interessant. Den könnte ich jetzt hochbringen, wenn ich kosmische Klassenentwickler kriegen würde. Oder ich habe welche. Aber den könnte ich eventuell damit hochbringen, wenn ich keine Hyperions kriege in nächster Zeit. Also meine 4-Sterne-Version von Hyperion, auf die ich schon ewig warte. Ja, leider nicht gereicht. Meiner Allianz geht es ähnlich. Wir haben, glaube ich, jetzt schon insgesamt 17 oder 20 Kristalle aufgemacht. Meine ganze Allianz zusammen. Und bis jetzt gab es nur zwei Iceman-Pulls. Und der eine ist eigentlich gar nicht mehr in unserer Allianz. Der ist ausgetreten vor 2 Wochen. So gesehen haben wir nicht allzu viele bis jetzt bekommen. Ich habe die Serie weitergeführt. Leider auch nichts Neues jetzt gekriegt, wie den Cable beim letzten Mal. Aber dennoch okay. Das Tolle ist jetzt, ich kann mein prozentuales Angriffsboost-Team jetzt komplett aus 5-Sternen-Champion bauen mit Ant-Man, Yellow Jacket, Magneto und Cyclops. Ja. So viel dazu. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und dann wünsche ich euch viel Glück, wenn ihr es auch versucht. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Jeder, der am Überlegen ist, ob er es probieren soll, riskiert es, weil wenn ihr Iceman kriegt, bringt es euch echt viel. Und ja, ansonsten haut rein.